Hallöchen zusammen, ich habe mal eine Box, die ist ungewöhnlich, die kann man nämlich nicht irgendwie abonnieren oder sonst irgendwie, sondern die kommt vom Insider Club. Nu3 oder Nu3, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie sich genau nennen. Ich zeige euch einfach hier mal die Box. Das ist das gute Stück hier. Schickt das bei Anmeldung einfach zu, an Blogger und keine Ahnung, ob auch an YouTuber, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann kriegt man, wenn man Glück hatte, diese Blogbox. Und ich hatte Glück. Es gibt 4 verschiedene. Man durfte sich eine aussuchen. Und ich habe die natürlich schön gewählt, weil das ganz gut passt zu meinem Beauty-Blog. Und dann kam die hier vom Insider Club. Deine brandaktuelle Insider-Box ist da. Ja, bin ich mal gespannt, was da so drin ist. Kriegt man, wie gesagt, einfach so. Oh, ne, gucken wir mal. Hier haben wir Bio-Kokos-Blütenzucker. So schaut's aus. Riesenpott. Bio-Kokos-Blütenzucker. Was macht man damit? Weiß man nicht. Steht nicht drauf. Muss ich rauskriegen. Was mache ich mit Bio-Kokos-Blütenzucker? Essen. Trinken. Peelen. Keine Ahnung. Braun ist er. Riecht komisch. Keine Ahnung, was ich damit mache. Steht auch nichts bei. Was macht man damit? Weiß das einer? Muss ich jetzt erstmal googeln. Super. Bio-Kokosblütenzucker. Tja. Irgendwas wird man damit schon anfangen. Kann ich mir damit was mischen vielleicht? Lovos Heilerde Waschcreme. Das weiß ich durchaus, was man damit macht. Und da weiß ich auch, wie ich es benutze. Und benutze ich auch gerne. Habe ich nämlich schon mal gehabt. Mag ich. Dann haben wir hier Burt's Bee. Almond und Milk Handcreme. Was? Das ist eine Handcreme? In so einem kleinen Mini-Päckchen? Nicht wundern über das Geräusch. Das ist das Babyphone, was mal wieder die Verbindung verloren hat. Oh, die riecht geil. Oh, riecht die lecker. Die riecht wie Marzipan. Ein bisschen wie mein Marzipan. Da fällt mir ein, ich muss bald schon wieder Marzipan machen. So in 1,5 Monaten oder so. Kann ich das Marzipan schon fast wieder anfangen. Oh, da freue ich mich drauf. Selbstgemachtes Marzipan. Wer es nicht kennt, hier ist das Video zu meinem Rezept. Nicht mit Mandeln, sondern mit Grieß. Und ist ein Kriegsrezept meiner Oma und wird jedes Jahr jetzt von mir gemacht. Oma kann das ja leider nicht mehr machen. Aber ich mache das und freue mich immer drauf, ihr es denn ins Heim zu bringen dann. Was haben wir hier? Coco Juice. Ja, ne? Kokosnusswasser. Ich bin nie wirklich so der Kokosnusswasser-Fan. Aber hin und wieder kann man es durchaus trinken. Muss aber wirklich eiskalt sein, sonst geht das nicht. Und das war's mit der Box. Ups, sieht so aus. Hier scheint nichts mehr drin zu sein. Doch, da ist noch was. Ich habe noch was gefunden. Gut, dass ich so genau gewühlt habe hier. Schau mal an. Gut, dass ich so gewühlt habe. Und zwar von Lavera Glossy Lips. Ein Lipgloss in einer durchaus ansprechenden Farbe, wie ich finde. Doch, durchaus. Das ist eine schöne Box. Für eine Gratisbox definitiv sowieso schön. Thema natürlich schön, denke ich, gut getroffen. Ich muss halt nur rausfinden, was ich mit diesem Kokosblütenzucker mache. Aber ich denke, das wird nicht das Problem sein. Google weiß alles und ich finde es. Also daher passt das. Ne, ich bin zufrieden mit der Box. Sieht nett aus und nette Produkte. Diese Handcreme von Burt's Bee. Boah, die riecht echt lecker. Geil. Ja, wie hat euch die Box gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!